Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um einen Chronographen. Wer mit Airsoft zu tun hat, wird früher oder später irgendwann mal mit so einem Chronographen in Kontakt kommen. Ich als Airsoft Reviewer, ja, für mich ist der Chronograph ja wie ein Werkzeug für meine Arbeit hier für euch, wenn ich Reviews mache. Ich habe heute hier einen Chronographen in der Hand, den ich eigentlich gar nicht mehr missen möchte, und zwar den WST X01 Chronograph. Macht erstmal so rein optisch, wenn man sich den Karton anguckt, ja, Chronograph halt. Aber, und das ist das Tolle, man kann ihn mit dem Smartphone koppeln, und das ist das, was ich so speziell und absolut geil finde. Ja, wer mehr wissen möchte, wie, was, Smartphone, Chronograph, wie das Ganze hier funktioniert, der bleibt dran. Nach dem Intro sehen wir uns wieder. Da bin ich wieder, zurück aus dem Intro. Ja, ihr seht hier, ich habe den Inhalt von dem Karton hier gleich mal auf den Tisch ausgebreitet, damit wir uns das alles hier mal in Ruhe anschauen können. Bevor ich jetzt wirklich richtig starte, möchte ich mich nochmal bei der Firma Tactical X-Men bedanken. Logo packe ich euch hier oben hin. Unten in die Videobeschreibung packe ich euch den Link zum Shop und auch den Link zu dem Produkt hin, falls ihr Interesse habt. Kosten tut der Chrono 70 US-Dollar, das ist so umgerechnet 60 Euro. Ja, und jetzt kommt's, sage ich euch gleich am Anfang, finde ich eine richtig coole Geschichte. Ihr könnt hier auch ein wenig sparen, wenn ihr Interesse habt. Und zwar, wenn ihr den WST X01 bei Tactical X-Men bestellt und den Code BB2K Airsoft eingibt, kriegt ihr nochmal 8% Rabatt. Das heißt, der Chrono kostet euch dann 55 Euro und das Ganze inklusive Versand. Das Ganze kommt aus Europa, ihr habt also nichts mit Zoll oder so. 55 Euro und ihr habt diesen Chrono hier bei euch dann auch auf den Tisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte ihn nicht mehr missen. Gesehen habt ihr ihn sogar schon mal so ein wenig, und zwar bei meinem Review von der Glock 19X habe ich den Chrono schon verwendet. Und ja, ich mag den Chrono. Aber fangen wir jetzt erstmal an. Ich slitt schon wieder zu viel. Gucken wir uns erstmal den Packungsinhalt an. Karton hattet ihr ja schon am Anfang gesehen. Der sieht so aus. Dann gehört natürlich hier dieser Chrono mit dazu. Aus Kunststoff gefertigt. Dann gibt es dazu ein USB-Ladeteil. In dem Chrono ist ein 400 mAh Akku verbaut. Wenn ihr ihn zum ersten Mal verwendet, müsst ihr ihn ungefähr eine Stunde lang aufladen. Wie lange das Ganze dann hält, kann ich euch nicht sagen. Ich habe ihn jetzt schon eine ganze Weile und das Ding läuft immer noch. Ja, ich denke mal, ihr könnt da schon mehrere Schüsse raushauen, bevor ihr ihn wieder auftanken müsst. Ja, denn dazu finde ich auch richtig cool, gibt es sogar ein Dreibein mit dazu, welches ihr auch hier verlängern könnt. Mit Gewinde könnt ihr auch das Ganze hier etwas neigen, und so habt ihr sozusagen ja alles schon an Bord, was ihr braucht. Inhaltsanleitung, besser gesagt eine Bedienungsanleitung, gibt es auch dazu, einmal in Englisch und einmal in Chinesisch. Dann haben wir hier auf der Rückseite von dem Karton einen QR-Code. Den gleichen Code finden wir hier auch nochmal auf der Rückseite von dem Chronographen. Wenn ihr den mit eurem Smartphone scannt, könnt ihr euch die App dazu runterladen, passend für iOS oder Android. Ja, und das Ganze, würde ich sagen, richtig günstig für 55 Euro. Aber bevor wir jetzt mit der App anfangen, gucken wir uns den Chrono mal etwas genauer an. Schauen wir uns den WST X01 mal genauer an. Ich blende euch hier auf der rechten Seite die ganzen technischen Daten ein, und während ihr euch das durchliest, ja, labere ich euch ein wenig voll. Rein optisch sieht er erstmal ja wie ein normaler Chrono aus. Gefertigt das Ganze hier aus Kunststoff, wirkt das Ganze ja hochwertig, nicht so hochwertig wie ein Acetec Chrono, aber dennoch ja sehr, sehr ansehenswert. Ich finde, er sieht ganz gut aus. Hier die Eingangsöffnung, die ist sogar aus Aluminium gefertigt, sodass, falls ihr doch mal dagegen schießen sollt, hier in dem Bereich euch nichts beschädigt wird. Hier haben wir das Display, wo ihr eure Einstellungen vornehmen könnt und auch die Werte ablesen könnt, dazu aber später. Die Einstellungen und Verstellungen und Konfigurationen nimmt ihr hier über dieses Bedienfeld hier vor mit den Pfeiltasten und der Bestätigungstaste in der Mitte. Auf der Unterseite seht ihr hier die vier
orangen Gummifüße. Dadurch sitzt der Chrono richtig rutschfest auf dem Tisch. Wer ihn gerne an das Stativ anbringen möchte, hat hier das passende Gewinde. Passt also nicht nur hier an das Dreibein, was mitgeliefert worden ist, sondern eigentlich an jedes Standardstativ. Gucken wir uns nochmal die Rückseite an. Hier finden wir den Anschluss für das USB-Kabel. Wenn ihr den Chrono auflädt, leuchtet hier die LED rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Ganze grün. Kommen wir nun zum Display und den Einstellungsmöglichkeiten. Dazu drehe ich den Chrono nochmal nach oben, damit ihr euch das hier nochmal anschauen könnt. Hier haben wir die Pfeiltasten, wo ihr euch durch das Display durchhangeln könnt und mit der OK-Taste Einstellung vornehmen bzw. speichern könnt. Zum Anschalten drückt ihr jetzt den OK-Knopf etwas länger, bis das Display angeht. Und dann, ja, sehen wir eigentlich die Standardansicht, wie wir es auch beim Acetec oder beim Xortec Chrono kennen. Scheint also das gleiche Display bzw. gleiche Programm zu sein. So sehen wir hier oben die Joule, die wir erreichen. Rechts sehen wir die eingestellte Munitionssorte, hier 6 mm und mit einem Gewicht von 0,2 Gramm. Wenn ich jetzt hier durch den Chrono schieße, werdet hier das Ganze mit FPS gemessen und wenn ich Dauerfeuer mache, hier Rounds per Minute. Das Ganze lässt sich auch noch einstellen, zeige ich euch später. Jetzt drücke ich mit der Pfeiltaste einen Screen weiter. Auch ein bekannter Bildschirm. Hier sehen wir so die ganze Historie von unserer Chrono Session. Durchnummeriert sehen wir hier nochmal die FPS, die wir da erreicht hatten. Dann einmal den Maximalwert, den Minimalwert und den Durchschnittswert von der Chrono Session. Mit dem Pfeil einmal weitergedrückt, kommen wir jetzt in den Einstellungsbereich. Hier können wir einstellen, wann der Chrono sich ausschalten soll oder ob er sich überhaupt ausschalten soll. Set Color, hier können wir die Farbe verändern. Ich gehe da mit dem Pfeil mal drauf, bestätige mit OK. Können wir jetzt hier mögliche Sachen machen. Jetzt haben wir hier Weiß. Wir können jetzt hier einstellen zum Beispiel Rot, Grün, Blau, Gelb. Aber ich bleib mal bei Weiß, finde ich nämlich persönlich noch am schönsten. Und mit Exit kommen wir hier wieder raus. Dann haben wir Set Memory. Hier können wir unsere Munitionssorten voreinstellen. Haben wir 5 Speicherslots. Wie ihr seht, habe ich hier 0,2, 2,5, 2,8, 3,0 eingestellt für 6 mm BB und einmal 0,48 für 8 mm. Dann haben wir hier Unit. Hier können wir einstellen, was soll angezeigt werden. Bei Rate of Fire können wir Rounds per Minute oder Rounds per Seconds reinmachen. Bei Speed, FPS oder Meter pro Sekunde. Ja, und bei Reset, wenn wir alles total falsch gemacht haben, können wir mit Reset sozusagen den Chrono wieder auf Werkszustand bringen. Kommen wir nun zum Highlight hier von dem WST X01 Chrono und das ist das Arbeiten mit der App. Das Ganze funktioniert hier per Bluetooth. Es stehen App für Android und iOS zur Verfügung. Ich habe hier einen iPhone, die App ist hier schon runtergeladen. Der Chronograph signalisiert hier durch blinkendes Bluetooth-Logo, dass es danach lechzt, mit der App verbunden zu werden. Und der Robert hier auf dem iPhone lechzt eben schon dazu, dass wir endlich jetzt hier mal anfangen. Und das machen wir auch mal. Ich drücke jetzt hier auf die App drauf. Dann ja, scannt die App nach einem Chronographen in der Nähe. Das ist hier der BLE-Name. Das ist er hier. Da drücke ich drauf und schon haben wir die Verbindung mit dem Chronographen hergestellt. Ihr seht auch, das Bluetooth-Logo ist jetzt konstant und blinkt nicht mehr. Und jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Und gerade für mich, ja, ich habe nämlich die Möglichkeit, und das mache ich jetzt auch gerade, ich zeichne jetzt hier das Ganze hier auf mit dem Chronographen. Und das blende ich euch gleich mal ein, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze dann nachher funktioniert. Und zwar haben wir jetzt hier auf der App alle Daten, die wir brauchen. Hier unten seht ihr den History Record, sozusagen meinen letzten Chrono, den ich durchgeführt habe, könnt ihr hier sehen und könnt hier auch locker durchscrollen und könnt ihr euch das alles genauso anschauen, wie ihr möchtet. Möchtet ihr die History löschen, könnt ihr hier auf den Mülleimer drücken und das Ganze ist weg. Wenn ich hier auf die Grafik drücke, schaltet das Ganze hier nochmal in so einen grafischen Modus um. Ihr könnt hier auch rechts dann sehen den Maximalwert, den Durchschnittswert und den Minimalwert. Hier kann ich auch einschalten, was ich denn sehen möchte. Möchte ich Meter pro Sekunde sehen?
möchte ich die FPS sehen. Seht ihr hier, schaltet sich hier Maximalwert, Durchschnittswert und so weiter auf FPS um. Oder ich mache das Ganze hier auf Joule. Könnt ihr das Ganze auch nochmal als Joule sehen. Ich kann jetzt hier wieder zurückschalten auf die History Record. Hier oben sehen wir die Standardgeschichten, Meter pro Sekunde, Joule, FPS. Das Ganze wird hier alles groß angezeigt. Oben auch ganz spannend, kann ich jetzt, wenn ich möchte, ja, meine Bibi verändern. Wie viel Kaliber 6 mm kann ich ändern oder das Gewicht kann ich ändern. Das in 0,01 Gramm Schritten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt auf den Durchmesser klicke, achtet mal auf den Chrono. Sobald ich hier den Wert ändere, ändert sich das Ganze hier auch am Chrono. Jetzt haben wir 601, 602, 603. Ich gehe zurück auf 602, 601, 60. Das gleiche funktioniert ja auch mit dem Gewicht. 0,20 Gramm kann ich hier gehen. 21, 22, 23, 24. So, und jetzt haben wir leider noch ein Problem. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update geklärt. Wenn ich nämlich jetzt hier drauf drücke, müsste mir eigentlich die gespeicherten Werte anzeigen, die ich hier am Chrono eingestellt habe. Tut er aber nicht. Er zeigt hier 0,015, 1 Gramm, 1,5 Gramm an. Sobald ich jetzt hier drauf drücke, habe ich mir sozusagen die erste Einstellung schon versaut und komme jetzt auch gar nicht mehr zurück. Ich denke mal, mit einem Update von der App wird das bestimmt erledigt. So, und jetzt kommen wir zu dem Feature, was ich euch gesagt habe. Denn jetzt blende ich mal meine Aufzeichnung ein und ihr könnt jetzt auf der rechten Seite sozusagen sehen, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, das hier auch in meine Videos einzubinden. Und das ist dafür natürlich für welche, die Reviews machen, absolut genial. So könnt ihr euch ganz edle Menüs zusammenbauen. Habt ihr auch gesehen bei meinem 19X Review, das blende ich euch auch mal in den Chrono. Da habe ich das Ganze ganz anders aufgebaut, so wie ich es gerne möchte. Und das Ganze ist einfach absolut perfekt. Ich kann jetzt hier sozusagen ja die ganzen historischen Daten sehen, wie viele Schüsse ich habe. Ich kann hier unendlich viele Schüsse abfeuern. Das wird hier alles schön sauber abgespeichert. Kann ich mir hier genau angucken. Kann mir das Ganze auch nochmal grafisch anzeigen lassen. Wie gesagt, habe ich jetzt hier die Joule-Anzeige jetzt hier mit Maximal, Durchschnittswert, Minimalwert. Kann aber auch umschalten hier wieder auf FPS. Und so habe ich halt die Möglichkeit, hier alles zu machen, was ich möchte. Ja, und wenn ich neu anfangen will, drücke ich hier auf die Mülleimer. Und dann seht ihr hier, ist alles leer und startbereit für eine neue Chrono-Session. Ich zeige euch den Chrono jetzt mal in Action. Ich blende euch jetzt hier mal den Chrono ein. Dazu mache ich jetzt wieder mal eine Verbindung. So. Wie gesagt, ich blende es jetzt hier mal ein. Wir haben jetzt eingestellt 6 mm Bibi, 0,2 Gramm das Ganze. Ich gehe jetzt mal auf die Grafikanzeige, wechsle hier nochmal auf Joule. Dann gehe ich wieder zurück auf die Historie. Ja, ich habe hier einmal die Firehawk, da machen wir gleich Rounds per Seconds damit. Und ich fange jetzt erstmal mit einer Pistole an und gucken wir uns mal an, wie der Chrono arbeitet. Ihr seht hier, sofort wird hier die Werte angezeigt. So, 19 Schuss habe ich durchgeführt und jetzt kann ich hier umschalten und gucke mir mal den Durchschnittswert an. Ihr seht, Maximalwert hatte ich 0,58 Joule. Durchschnitt 0,5 Joule und Minimalwert 0,42 Joule. So, und jetzt gucken wir uns mal das Ganze nochmal an mit, ja, mit Geschwindigkeit. Jetzt lassen wir die Firehawk mal ein bisschen laufen. Ich drücke hier nochmal auf 0, schalte wieder zurück und jetzt wollen wir das Ding mal hier rappeln lassen. Mal gucken, wie schnell hier der BST X01 reagiert. Ihr seht jetzt hier sofort die Geschwindigkeit. Hier haben wir 15 Schuss pro Sekunde und eine FPS-Zahl von 207 und wir haben jetzt hier 0,4 Joule. Ich mache nochmal. Also geht hier richtig ordentlich ab. Gucken wir uns mal die Historie an. Ihr seht ja, die Werte habe ich
einen Maximalwert von 0,48 Joule, minimal 0,37 Durchschnitt 0,41. Lassen wir die Grafik mal an und rattern hier auch nochmal weiter. Und schon ist das Magazin alle. Ihr könnt sehen, der Chrono reagiert hier wirklich richtig, richtig schnell. Und ihr habt halt die Möglichkeit, euch das hier gleichzeitig aufzuzeichnen. Seht ihr, ich habe sie hier auf der rechten Seite gemacht und ich finde, ich bin absolut begeistert. Ich denke mal, das war's, was ihr sehen solltet. Machen wir weiter, ja, mit meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Fazit, Kaufempfehlung, Pro und Contra. Das machen wir jetzt alles mit einem Abwasch. Also ihr habt gesehen, der Chronograph arbeitet wirklich absolut exakt und ja, auf die Millisekunde genau mit der Firehawk habe ich raufgerattert wie ein Irrer. Und der Chronograph hat hier auch ordentlich angezeigt, sowohl hier auf dem Display vom Chronographen selber, als auch auf der App. Und das ist für mich ja der absolute Pro-Punkt. Das unterscheidet sich wirklich von anderen Chronographen, dass ihr halt die Möglichkeit habt, hier das Ganze auch mit der App zu steuern und das Ganze auch aufzuzeichnen. Für mich ja hat sich sozusagen mein Arbeitsgerät damit absolut verbessert. Ich werde diesen Chrono jetzt zukünftig nur noch verwenden. Finde ich richtig, richtig schön. Die App hat noch ein kleines Problem. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update behoben, dass wir hier die eingestellten Werte nicht hier abrufen können, beziehungsweise umgekehrt das hier verstellen können. Hier sind Standardwerte hinterlegt, ja, die sozusagen die Einstellung vom Chronographen dann zerschießen. Muss man darauf achten am ersten Mal, ist für mich jetzt kein Problem. Ich stelle mir hier sozusagen hier den Wert jetzt erstmal hier ein, den ich haben will, und dann mache ich das Ganze dann den Rest mit der App. Ja, das Ganze 70 US-Dollar, 60 Euro umgerechnet. Und wie gesagt, jetzt kommt ja der Hammer, hatte ich euch am Anfang schon gesagt. Ihr könnt sparen, wenn ihr das Ding hier auch erwerben wollt, 8% mit dem Code BB2K Airsoft. Ja, und dann seid ihr bei 55 Euro inklusive Versand. Ich denke mal, da kann man echt nicht meckern. Und ich möchte zum Schluss auch nochmal der Firma Tactical X-Men danken, dass ich hier diesen Chrono bekommen habe. Richtig cool, habe frecherweise nämlich einfach mal angeschrieben, ob ich den mal kriegen kann, und die haben mir den auch gleich zugeschickt. Finde ich eine richtig schöne Sache. Ist uns so ein interessanter Shop, müsst ihr mal gucken. Da sind einige tolle Sachen dabei. Mal sehen, ob ich da in Zukunft auch noch was abstauben kann, damit ich euch das hier in einem Review mal zeigen kann. Das war's von mir gewesen. Bruce, BB2K Airsoft Channel, heute mit dem WST X01 Chronographen mit App-Steuerung, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob das auch ein Chrono für euch wäre. Denke mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man hier einfach absolut nicht meckern. Richtig cooles Teil. Aber was ihr meint, ist mir auch wichtig. Schreibt es unten rein. Ja, und ich bin gespannt auf rege Diskussionen. Werde mich da auch beteiligen. Das war es von mir gewesen. Bruce, BB2K Airsoft Channel. Bleibt mir bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier schon wieder so ein bisschen Krächzen im Hals. Arbeite wieder daran, dass es mir besser geht. Ja, wer mich noch nicht abonniert hat, jetzt kommt der Standardspruch. Klickt mal da oben auf den Abo-Knopf und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Filmchen von mir verpasst. Und unten gibt es nur ein weiteres Video von mir. Und wie gesagt, bleibt mir gesund, gesünder als ich jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut.